Rund um St. Johannen findet heute das Basistreffen statt der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Zusätzlich feiern wir noch hier in Bremen, die KfD Bremen, das 100-jährige Jubiläum. Es haben sich insgesamt 530 Frauen angemeldet. Gekommen sind allerdings mehr. Das konnten wir merken an dem großen Ansturm heute Morgen in der Kirche. Und wir sind natürlich sehr glücklich und froh, dass so viele den Weg hergefunden haben. Leidenschaftlich KfD, 100 Jahre und noch länger. Ich finde das ein tolles Motto über diesen Tag. Wir haben uns bemüht, ein sehr vielfältiges und zum Teil auch unterhaltsames Programm auf die Beine zu stellen. Wir haben Workshops und Vorträge zu den verschiedenen Themen, die die KfD bearbeitet. Es geht um die KfD-Leitbilder, wo es Vorträge zu gibt. Und dann gibt es natürlich Kulturelles. Wir haben 3 Museen angesprochen, wo die Frauen Führungen bekommen. Wir haben von den Bremer Frauen einen Stand vorbereitet mit Sachen aus Ghana, weil wir dort ein Hilfsprojekt haben, was wir unterstützen und hoffen natürlich mit den Einnahmen des Bücherflohmarkts und des Standes dort auch weiter helfen zu können. Mein Herz schlägt natürlich ganz besonders für dieses Hilfsprojekt in Ghana, weil ich das auch initiiert habe. Ich habe dort eine Schule vorgefunden, die unbedingt Hilfe braucht, und wir haben uns ganz kurz entschlossen, weil wir hier in Bremen einen Literaturkreis hatten von Frauen, dort eine Schulbücherei aufzubauen. Zum anderen ist es ganz allgemein, Bremer Frauen zu zeigen, was die KfD alles kann, was die alles bietet, mit welchen Themen wir uns beschäftigen, um sie einfach so für unsere Arbeit zu begeistern. Und ich erhoffe mir dadurch einen kleinen Impuls für unsere Arbeit hier. Wir sind in der Diaspora und müssen um jede Frau kämpfen. Das Theater war überraschend ins Programm genommen worden, ein Frau-Theaterstück. Und sie spielt die Hofnärrin und erzählt aus dem Leben der Clara von Assisi. Wir haben eine Tänzerin aus den Niederlanden, die meditativen Tanz, sakralen Tanz macht. Und so ein Fest, wo so viele Frauen kommen, ist ja nicht alltäglich. Dann können auch die Bremer Frauen mal erleben, wie es ist, in einer großen KfD-Gemeinschaft zu feiern und auch Gottesdienst zu feiern. War sehr schön. Wir hätten noch gerne noch mehr gemacht, aber leider reichte die Zeit nicht mehr. Was nehmen Sie mit nach Hause? Eindrücke? Auf jeden Fall, dass es ein ganz toller Tag war und dass es sich immer lohnt, noch mal wieder hier hinzukommen und das zu besichtigen, was wir heute nicht konnten. Persönlich war für mich fast das Eindrucksvollste eben eine Teilnehmerin in meinem Workshop, die sagte, bisher war der Bundesverband so weit weg und hat mir eigentlich gar nichts gesagt. Und jetzt hat der Bundesverband ein Gesicht bekommen, denn ich habe sie kennengelernt. Dass für viele Frauen nochmal deutlich geworden ist, dass die KfD nicht nur Bremen ist und nicht nur Osnabrück, sondern eben ein großes Ganzes ist. Und das finde ich irgendwie sehr schön, wenn das konkret wird durch Menschen. Es war also rundherum ein schöner Tag. Gut, das Wetter hat mitgespielt, das muss man ja auch sehen. Ne? Dann macht es ja noch viel mehr Freude. Und ich meine, man muss den Leuten, die das alles vorbereitet haben, einfach Danke sagen.